Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Sehr gutes Gefühl. Wir haben zwar nicht so lange geschlafen, aber es war auf jeden Fall eine schöne Nacht. Wunderbarer Abend. Pure Emotion natürlich, dass wir das zum Schluss noch so drehen konnten. War unglaublich, aber solche Geschichten schreibt auch nur der Fußball. Ich denke, kann man so zusammenfassen, dass es ein gelungener Start war in die Saison. 7 Spiele, 12 Punkte. Der eine oder andere Sieg wäre auch noch möglich gewesen bei unseren Spielen, die wir unentschieden gespielt haben. Aber schlussendlich, denke ich, müssen wir zufrieden sein oder können wir zufrieden sein mit 12 Punkten und freuen uns jetzt auf das Highlight am Freitag gegen Köln. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Angespannt jetzt noch nicht. Kommt dann wahrscheinlich, wenn es gegen Freitag zugeht oder am Freitag dann. Aber eigentlich ist es pure Vorfreude. Auf, wie ich es gehört habe, freue ich mich aufs ausverkaufte Haus da. Und das wird ordentlich Stimmung geben hier. Ja, natürlich müssen wir hinten wieder gut stehen. Das ist uns ziemlich gut gelungen jetzt in den letzten Spielen. Und weil die da einen Terodde vorne drin haben, der schon, glaube ich, bei 10 Toren ist in 7 Spielen. Also die haben sicher offensiv ihre Stärken. Wenn wir die irgendwie aus dem Spiel nehmen können, dann sind wir hier zu Hause natürlich auch immer für ein Tor gut. Und dann könnte das eine schöne Geschichte werden. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass ich doch viele Spiele schon machen konnte. 3 habe ich verpasst, verletzungsbedingt, aber hatte ich auch ein bisschen Glück im Unglück, dass es nicht so lange gedauert hat, bis ich wieder auf dem Platz stehen konnte. Und ich denke, ich habe mich gut da im Team eingefunden und bin relativ zufrieden mit dem Start. Natürlich habe ich noch Luft nach oben, aber ich denke, es ist mir schon ordentlich geglückt. Auf jeden Fall eine neue Erfahrung, aber eine schöne. Ist alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger, wenn man mal auf sich alleine gestellt ist. Aber ich glaube, das bringt mich auch als Menschen weiter. Auf diese Herausforderung habe ich mich auch gefreut. Und ist natürlich schön, mal sowas erleben zu dürfen. Ja, muss man, also ehrlich gesagt schon. Wenn ich Zeit habe und wenn wir nicht gerade spielen, dann gucke ich mir die Spiele schon im Fernseher an. Und habe da schon 2 Spiele, einmal Europa League und einmal, oder 2 Spiele aus der Meisterschaft habe ich mir angeschaut, ja. Ja, ich habe eine schöne Wohnung gefunden, ziemlich zentrale Lage, beim Kesselbrink. Und gefällt mir sehr gut. Ich bin da nah von den Restaurants, weil ich noch ziemlich Potenzial habe, was das Kochen angeht. Also bin ich da gut aufgehoben. Bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr gut, weil also wir hatten auch immer schönes Wetter. Wetter ist auch immer so ein Faktor, was das Leben halt generell einfach schöner macht. Und ich glaube, wir hatten hier noch nie so einen schönen Sommer in Bielefeld, also das wurde mir so gesagt und habe mich da extrem gut eingelebt, eingefunden. Die Teamkollegen haben es mir auch leicht gemacht, muss ich ehrlich sagen.